Nach knappen 10 Jahren wurde mit Helldivers 2 der Nachfolger des Geheimtipps aus dem Jahre 2015 veröffentlicht. Statt einen weiteren Top-Down-Shooter zum Leben zu erwecken, haben sich die Entwickler bei Arrowhead für eine Third-Person-Ansicht entschieden. Ansonsten verbreitet man immer noch Freiheit und die gelenkte Demokratie durch die ganze Galaxis und ballert dafür eine ganze Menge Insektenviecher und Roboter um. Das hat im ersten Helldivers schon eine Menge Spaß gemacht und nachdem wir den Nachfolger jetzt ausgiebig ausprobiert haben, verraten wir euch, ob die Erhabenheit der Übererde auch in Third Person gut rüberkommt. Werden Sie ein Held? Werden Sie eine Legende? Werden Sie ein Helldiver? Am Grundprinzip hinter Helldivers hat sich nicht sonderlich viel verändert. Unsere Heimat, die Übererde, ist so größenwahnsinnig, dass sie sich von Fraktionen außerhalb des eigenen Reichs gestört fühlt und deswegen laufen Kriege anzettelt. Die neuesten Opfer sind die Insektoiden und die Cyborgs. Auch zu denen soll die gelenkte Demokratie getragen werden. Dafür schließt man ein Cluster an Missionen ab, schaltet bei Erfolg höhere Schwierigkeitsgrade frei und befreit zusammen mit anderen Helldivers-Spielern nach und nach die verschiedenen Planeten. Irgendwann wird alles auf Anfang zurückgesetzt und man macht sich erneut daran, die Feinde bis in ihren Stützpunkt zurückzuschlagen. Ein richtiges Ende hat Helldivers also nicht, es handelt sich eher um immerwährende Kriegsspiele. Auf den ersten Blick wirkt Helldivers einfach unverfroren amerikanisch. Patriotische Hymnen, Waffen, noch und nöcher, die passenden Explosionen und der Wille, Freiheit und Demokratie zu anderen Planeten zu bringen. Für die folgenden Informationen werden wir aber dann vermutlich vom Ministerium der Wahrheit des Hochverrats angeklagt. Doch es wird früh klar, dass es auf der Übererde gar nicht so nett ist, wie die obligatorischen Propagandafilme vermuten lassen. Die Gesellschaft ist völlig überbürokratisiert. Jegliche Kritik an der Übererde wird direkt als Hochverrat betrachtet. Und seien wir mal ehrlich, die völlig in Schwarz gekleideten, mit Totenköpfen dekorierten Soldaten, die auf andere Planeten gehen und dort alles wegsprengen, sind höchstwahrscheinlich nicht die Guten. Auf ins Gefecht! Aber wir müssen ja auch gar nicht die Guten spielen, um Spaß zu haben. Direkt beim ersten Aufenthalt im eigenen Schiff fühlt sich Helldivers einfach richtig an. Man wählt eine Mission in der holographischen Karte aus, das Schiff macht sich auf den Weg Richtung Zielort, durch die Aussichtsplattform entfaltet sich die schiere Größe des Planeten, bis man bei der Ankunft zahlreiche Schiffe anderer Helldivers zu Gesicht bekommt, die alle die gleiche Mission teilen, die Befreiung des Planeten. Das Ganze wird noch von einem wunderbaren Soundtrack untermalt, der glatt aus einem Hollywood-Blockbuster stammen könnte. Spätestens, wenn man in die mechanischen Hellpods hinabsteigt und auf die Oberfläche des Planeten fällt, kann man es vor Aufregung gar nicht mehr abwarten, auf die Kriegszone losgelassen zu werden. Los jetzt! Und sollten Sie fallen, denken Sie dran! Jeder Tag ist ein guter Tag, um für die Demokratie zu sterben. Und dabei hat das eigentliche Gameplay noch gar nicht angefangen. Entweder alleine oder mit bis zu 4 Spielern erledigt man eine Reihe an Missionen, um die Feindpräsenz auf dem Planeten zu mindern. Man startet etwa Raketen, sabotiert Fabriken, zerstört Eier oder schaltet gezielt besonders starke gegnerische Einheiten aus. Dabei behilflich sind die sogenannten Taktikausrüstungen, die man erst auswählt und dann über das Steuerkreuz am Controller oder die WASD-Tasten verwendet. Jede Ausrüstung hat eine eigene Kombination, die basierend auf Abklingzeit und Stärke natürlich unterschiedlich kompliziert sind. Einen Luftangriff, der hauptsächlich kleinere Widersacher auslöscht, fordert man etwa mit hoch, rechts und nochmal rechts an. Die Höllenbombe dagegen braucht eine wesentlich längere Kombination. Mit all den taktischen Spielereien und den Gefahren, die überall lauern, fühlt es sich fast schon wie ein richtiges aktives Kriegsgebiet an. Im Hintergrund dröhnt feindliches Artilleriefeuer, die Helldiver schießen aus allen Rohren auf eine anrückende Roboterarmee, bis der angeforderte Luftangriff gerade rechtzeitig die Cyborgs dem Erdboden gleichmacht und nur einen Krater zurücklässt. Was in anderen Spielen oft nur in Zwischensequenzen gezeigt wird, ist in Helldivers richtiges Gameplay.
Trotz der Feuerkraft, die den Helldivers zur Verfügung steht, muss man trotzdem immer auf seine Umgebung achten. Alarmiert man etwa eine Patrouille, ruft die kurzerhand Verstärkung und plötzlich sieht man sich etwa mit einem richtigen Panzer konfrontiert. Schaltet man den nicht schnell genug aus, ruft die Verstärkung erneut Verstärkung, bis das Ganze so eskaliert, dass man sich entweder zurückziehen muss oder die Mission schlichtweg gescheitert ist. In dem Squad aus 4 Personen hat man hier zwar ein bisschen Spielraum, doch verschwendet man zu viel Zeit damit, die Gegnerhorden klein zu halten, hat man am Ende möglicherweise nicht mehr genug davon übrig, um die Ziele zu erledigen und die Mission schlägt fehl. Auch alleine ist Helldivers ein nervenaufreibendes Erlebnis, wenn man die gegnerische Front durchbricht und sich an Wachposten und Patrouillen vorbeischleicht. Jeder kleine Fehler wird mit desaströsen Konsequenzen bestraft. Man muss also immer voll im Moment sein und kann in den wenigsten Fällen auf Autopilot schalten. Unser Herz ist uns mehrfach fast aus der Brust gesprungen, als wir umgeben von Feinden eine feindliche Übertragung beenden wollten. Genau die daraus entstehende, fast schon permanente Anspannung macht Helldivers zu einem Erlebnis, das sich von Anfang bis Ende einfach verdammt gut anfühlt. Denn Helldivers 2 ist die absolute Soldaten-Power-Fantasy. Das Spiel gibt uns wirklich das Gefühl, als wären wir Teil eines Krieges, den wir gerade so noch gewinnen. Man ist gleichzeitig so zerbrechlich, dass man an jeder Ecke das Zeitliche segnen könnte. Aber eben auch eine solche Killermaschine, die mit purer Feuerkraft ganze Horden an Feinden der Demokratie umnietet. Trotz dessen ist und bleibt man aber ein einfacher Soldat in der großen Kriegsmaschine der Übererde. Jeder Charakter ist mit Tod auch tot. Man schlüpft einfach in die nächste Rolle eines Helldivers. Sie sind so ersetzbar. Man ist kein Superheld, kein Master Chief, kein Commander Shepard. Umso besser fühlt es sich an, wenn man mit dem Squad eben doch das Ruder rumreißen kann, nur um am nächsten Tag wieder im Dreck auf fernen Planeten um das eigene Leben zu bangen. Diesen Balanceakt haben die Entwickler perfekt umgesetzt und es obendrauf auch noch echt lustig gemacht. Ladebildschirme mit lustigen Tipps, wie dass wir darauf achten sollen, Pausen einzulegen, wenn wir denn als Feigling in Erinnerung bleiben wollen. Ballern wir uns im Dauerfeuer durch Gegnerhorden, fängt die Spielfigur an, manisch zu lachen. Oder schreit ihre Liebe für die Demokratie laut hinaus. Auch das älteste Comedy-Gimmick der Videospiele kommt in Helldivers zum Einsatz, die Ragdoll-Physics. Das alles macht Helldivers nicht nur zu einem sehr intensiven, sondern auch echt lustigen Spiel. Alleine der Humor schafft es bereits, dass keine Mission der anderen ähnelt, aber auch abseits davon haben die Entwickler ausreichend Vielfalt in ihr Spiel gebracht. Obwohl es zum Launch nur 2 der 3 feindlichen Fraktionen aus dem Vorgänger ins Spiel geschafft haben, gibt es an der Gegnervielfalt nichts zu meckern. Riesige, vierbeinige Ungetüme mit Kettensägen, bewaffnete Cyborgs oder unsichtbare Bugs halten uns auf Trab. Auch die Planeten punkten mit ihrer Diversität und selbst wenn man mal mehrere Missionen auf dem gleichen Himmelskörper erledigt, sind die Ortschaften so variiert, dass es sich immer völlig neu anfühlt. Nicht zuletzt durch den aktiven Tag-Nacht-Zyklus. Wird ein Planet vollständig von der Community befreit, werden neue Planeten mit anderen Eigenschaften verfügbar. Das Spiel entfaltet sich daher im Laufe der Zeit und belohnt damit sozusagen das Engagement der Spieler. Auch die wunderschöne Optik von Helldivers spielt eine wichtige Rolle dabei, dass es nie langweilig wird. Das Spiel sieht nicht nur echt gut aus, durch die ganzen Explosionen, das Feuer, das pure Chaos, das durch die Taktikausrüstung ausgelöst wird, ist Helldivers visuell ein richtiges Spektakel, das selbst einen Michael Bay-Film langweilig aussehen lässt. Das grandiose Sounddesign setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. Die Stimmen, der Sound der Waffen, die brachiale Wucht hinter den Explosionen oder das Gewicht der gepanzerten Bugs, die mit ihren 4 Beinen auf den Boden stampfen, wird auf fantastische Art und Weise vom meisterhaften Sounddesign vermittelt. Damit stellt Helldivers auch das ein oder andere AAA-Spiel in den Schatten. Granate! Blitze für dich! Laut Arrowhead schaut zusätzlich noch ein Team an Angestellten den Partien der tapferen Soldaten zu und die können dann in Dungeons & Dragons Manier nach eigenem Ermessen ins Spiel eingreifen. Etwa indem sie ein paar demokratiehassende Bugs beschwören oder feindliche Roboter verstärken. In besonders brenzligen Situationen dürfen sie aber auch den Helldivers unter die Arme greifen und einen Säure-Titan von der Karte fegen oder ein paar Debuffs verteilen.
Zum Launch des Spiels schalteten die Game Master die Railgun für alle Helldivers frei, damit sie sich auf den Roboplaneten so richtig austoben konnten. Richtige Klassen gibt es in Helldivers nicht. Dafür bestimmt die gewählte Ausrüstung den eigenen Spielstil. Jede Rüstung besitzt einen passiven Effekt, etwa eine erhöhte Kapazität für Granaten und hat obendrauf auch noch eigene Attribute. Mit einer schweren Panzerung hält man mehr aus als mit leichter Rüstung, ist dafür aber auch deutlich langsamer. Wirklich definierend für den Spielstil ist neben der Waffenwahl aber vor allem die Taktikausrüstung. Hier stattet man sich etwa mit einem Raketenwerfer und einem Scharfschützengewehr aus, um die Panzerung von Feinden zu durchbrechen und anschließend gezielt auf ihre Schwachstellen zu schießen. Oder man deckt sich mit verschiedenen Luftangriffen ein und sprengt gegnerische Außenposten mit einer Mischung aus Artilleriefeuer und ein paar abgeworfenen Bomben in die Luft. Zwar sind einige Taktikausrüstungen wesentlich besser als andere, unter anderem wollen wir nicht mehr ohne die 500-Kilo-Bombe losziehen, aber es ist trotzdem genug Spielraum da, um seinen Helldiver für verschiedene Situationen anzupassen. Auf panzerbrechende Ausrüstung kann man jedoch kaum verzichten, da das Spiel auf den höheren Schwierigkeitsgraden oft so viele schwer gepanzerte Widersacher loslässt, dass man ohne Raketenwerfer recht schnell überrannt wird. Die normalen Waffen verlieren dadurch glücklicherweise aber nicht völlig an Bedeutung, da sich die unter anderem perfekt dafür eignen, aufgebrochene Stellen in der Panzerung eines Bugs zu befeuern. Am Balancing sollten die Entwickler aber trotzdem noch ein bisschen schrauben. Als Solospieler sind manche Missionen nämlich beinahe unmöglich, in einer Gruppe dagegen oftmals ein Kinderspiel. Wenn man alleine mal drauf geht, wird man meistens mitten in einer Gegnerhorde wiederbelebt, statt dass der Spawnort von einem Verbündeten gewählt wird. Durch einen noch so kleinen Fehler verliert man oft all seine Leben und die Mission scheitert. Auch ist der Schaden durch Explosionen recht inkonsistent, was einem Solospieler den Tag vermiesen kann. Helldivers ist zwar auf Koop ausgelegt, wenn die Entwickler aber die Option bieten, auch im Alleingang sein Unwesen auf den Planeten zu treiben, sollte das Balancing hier auch stimmen. Ganz alleine kann man auch keinen befreundeten Helldiver auf die Ungetüme werfen, der die Bestien bei der Landung in den Boden schmettert. Neue Waffen und andere Dinge schaltet man übrigens nicht über ein stufenbasiertes Progressionssystem frei, sondern über einen Battle Pass. Im Austausch gegen Medaillen gibt's kosmetische Sachen wie Emotes und Helme, aber auch Waffen, Rüstungen und Granaten. Die Medaillen gibt's fürs Abschließen von Missionen, besondere Bonusaufgaben oder wenn eben welche in der Spielwelt rumliegen. Insgesamt geht die Progression recht zügig voran und man schaltet schnell ein paar coole Waffen frei, die sich perfekt zum Verbreiten der Demokratie eignen. Neben dem normalen Battle Pass gibt es auch noch eine Premium-Variante, die mit besonders schicken kosmetischen Gegenständen und alternativen Waffen daherkommt. Durch den Battle Pass erhält man bereits etwa die Hälfte der benötigten Übercredits, um sich den nächsten Premium Battle Pass zuzulegen. Der Rest lässt sich recht einfach in den Missionen selbst finden, wodurch man sich den Battle Pass meist durch bloßes Spielen erarbeiten können sollte. Die Entwickler erklärten selbst, dass sie besonders darauf geachtet haben, das Spiel nicht Pay-to-Win zu gestalten und nach unserer Einschätzung haben sie es größtenteils auch gut hinbekommen. In der Premium-Variante befinden sich zwar Rüstungen, Waffen, Granaten und andere Dinge, die sind aber eher Side-Grades, etwa eine andere Version einer Schrotflinte, die einen Brandeffekt hat. Will man die unbedingt haben, muss man sich jedoch den Premium-Pass anschaffen, anderswo gibt es die nämlich nicht im Spiel. Dann gibt's auch noch einen In-Game-Store mit einem täglich wechselnden Angebot an Rüstungen und Helmen. Die Gegenstände wurden sogar mit Nutzerbewertungen versehen, von denen natürlich fast alle 5 Sterne vergeben haben. Die einzige Review mit einem Stern wird derzeit vom Ministerium der Wahrheit wegen Hochverrat überprüft. Also scheinen die Produkte natürlich alle von hervorragender Qualität zu sein. Leider kosten die Rüstungen genauso viel, dass man sie sich mit dem kleinsten Paket an Ingame-Währung nicht leisten kann. Beim nächst höheren bleiben dagegen ein paar Credits übrig. Es gehört mittlerweile zwar quasi zum Standard, hinterlässt aber doch immer wieder einen sauren Beigeschmack. Hat man sich die Deluxe-Edition zugelegt, gibt es im Schiff auch noch den Ausrüstungshelden, ein Minispiel, bei dem man auf Zeit die Codes der verschiedenen Taktikausrüstungen eingeben muss. Je besser man sich hier anstellt, desto höher die Punktzahl. Das macht überraschend viel Spaß und eignet sich perfekt als kleiner Zeitvertreib zwischen den Missionen. Spielt man zusammen mit Freunden, kann man sich sogar so positionieren, dass man die Kamera seines Mitsoldaten blockiert.
Da der Ausrüstungsheld auch hervorragend als Übungstool fungiert, ist es ein bisschen schade, dass er hinter der Deluxe-Edition des Spiels versteckt ist. Wir hätten uns definitiv eine rein kosmetische Monetarisierung gewünscht. Helldivers 2 ist hier im Vergleich zu anderen Spielen aber zum Glück noch recht harmlos. Was im Vergleich zur Monetarisierung aber so richtig am Spielspaß gezerrt hat, waren die Serverprobleme zum Launch. Mit anderen Spielern zusammenzuspielen war lange Zeit fast unmöglich, da die Server einfach überlastet waren. Mittlerweile haben die Entwickler zwar das Server-Cap erhöht, doch bei den steigenden Spielerzahlen muss man sich doch fragen, wie lange das noch halten wird. Für die PC-Version setzt Arrowhead auch noch auf den kontroversen Anti-Cheat N-Protect Game Guard, der auf Kernel-Basis agiert und bei der Installation des Spiels in Rootkit-Manier mit auf dem Rechner landet. Auf die Performance oder das Spielgeschehen wirkt sich der zwar nicht aus, aber der Game Guard hat eben Zugriff auf die sensibelsten Daten auf dem PC, was für einige Spieler sicherlich abschreckend wirken kann und stellt auch ein recht großes Sicherheitsproblem dar. In der Vergangenheit wurde etwa der Anti-Cheat von Genshin Impact dafür verwendet, das Antivirenprogramm zu umgehen und dann Ransomware auf das Gerät zu spielen. Es ist auch noch bekanntermaßen schwer, Game Guard wieder vom System zu werfen, selbst wenn man das ursprüngliche Spiel deinstalliert hat. Der Technical Director von Helldivers hat aber zumindest versichert, dass Game Guard zusammen mit dem Spiel ohne Probleme deinstalliert werden sollte. Auch ziemlich schlimm sind die Crashes, die auch Tage nach Veröffentlichung noch haufenweise auftreten. Vor allem auf AMD-Karten der 7000er-Reihe ist Helldivers immer noch fast unspielbar. Ein paar Nutzer hatten Glück, es mit den niedrigsten Grafikeinstellungen zum Laufen zu kriegen, doch die meisten sehen sich immer noch mit zahlreichen Crashes konfrontiert und das gelegentlich sogar im Minutentakt. Das Spiel stürzt ebenfalls in vielen Fällen ab, wenn man über das Quickplay-Feature eine Lobby gefunden hat oder wenn man es einfach mal nur böse anschaut. Uns ist das Spiel so oft abgestürzt, dass wir aufgehört haben mitzuzählen. In der Zukunft sollte sich das Problem zwar lösen lassen, aber wer sich das Spiel jetzt zulegt, läuft Gefahr, es erst einmal einfach nicht richtig spielen zu können. Dass wir trotzdem immer weiter spielen wollten und das Spiel nach jedem Absturz neu gestartet haben, sagt vermutlich bereits genug über die Qualität von Helldivers aus. Es macht einfach Mordspaß, gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxis zu verteilen. Wer auch nur ein bisschen Interesse an Koop-Spielen, Shootern oder dem Aufrechterhalten der Freiheit hat, sollte Helldivers 2 definitiv nicht verpassen. Auch wenn man vielleicht ein bisschen warten sollte, bis die gröbsten Probleme beseitigt wurden. Danach steht Helldivers nämlich nichts mehr im Weg, als eines der besten Spiele 2024 in die Geschichte einzugehen.